ganz generell hängt es sehr davon ab, wie gesagt, was ist mein Medikament. Bei den zu injizierenden Medikamenten ist es gar kein Problem, also was das Impfansprechen anbelangt. Man muss generell sagen, es gibt eine einzige Impfung, die bei der MS nicht empfehlenswert ist, das ist die Gelbfieberimpfung. Da gibt es zumindest Einzelberichte, dass es da zur Aggravierung von MS-Symptomen bzw. zur Vermehrung von Schubfrequenzen gekommen ist. Man muss jetzt sagen, es ist nicht gut untersucht, aber es gibt zumindest diese Berichte, sodass man generell einfach sagen, dass die Gelbfieberimpfung ist vielleicht was, wo ich zumindest nochmal Rücksprache halten würde und ob das wirklich nötig ist und ob man das ein Risiko auf sich nimmt, dieses nicht ganz leicht zu beziffern, ein Risiko. Alle anderen Impfungen, gesetzt den Fall, ich habe keine Immunsuppressivum, also Medikamente werden ohne Probleme machbar sein. Bei den immunsuppressiven Medikamenten, da zählt eigentlich derzeit das Gelenja als ein Hauptpunkt dazu. Da ist es jetzt nicht gefährlich. Ich habe nur erhöhte Wahrscheinlichkeit, dass ich durch die normalen ein oder zwei Impfungen nicht auf meinen Titer kommen werde, also dass die Impfung mir keinen ausreichenden Schutz gibt, einfach weil das Ansprechen geringer sein kann. Pragmatischerweise wird man das einfach nach der zweiten Impfung den Titer bestimmen und schauen, ob das funktioniert hat. Wenn es funktioniert hat, ist es schön, sonst muss man einfach nicht ein zweites Mal nachimpfen sozusagen. Und auch dann kann man es gut machen. Beim Lysabri gibt es keine Probleme, soweit man weiß. Beim Lemtrada, das nur relativ wenige Menschen haben, da gibt es schon einige Berichte, dass da die Impfproblematik so ist, dass einfach die Titer nicht ausreichend sind, gerade die anderen. Also dass es nicht gefährlich ist, aber man schon damit rechnen muss, dass einzelne Impfungen mir nicht den Schutz geben, den es an nicht MS-Patienten, der nicht behandelt ist, geben würden. Wie gesagt, pragmatischer Weg ist Titerbestimmungen, dann bin ich auf der sicheren Seite und dann weiß ich, woran ich bin. Malaria-Prophylaxe ist was Wichtiges in den Ländern, wo sie nötig ist. Auch da, das ist sehr, sehr unterschiedlich, da kann man nicht einmal von geografischen Ländern, sondern da geht es wirklich um Einzelregionen. Da muss man mit den Spezialisten auch sprechen, da ist auch nicht immer der Neurologe die richtige Ansprechperson, sondern da braucht sich ja Infektiologen, die sich da auskennen. Im Zweifel, es gibt natürlich Internet-Guides, wo das alles schon angegeben ist, aber wenn es wirklich um spezifische Fragestellungen geht, würde ich persönlich einen Infektiologen mit zu Rate ziehen, das tun wir ja auch im Haus immer wieder. Wenn dieses jeweilige Gebiet, das ich bereisen möchte, mit einem erhöhten Malaria-Risiko beziffert ist, dann ist das auf jeden Fall empfehlenswert, aber da gibt es verschiedene Malaria-Prophylaktika, die da jeweils bessere und schlechtere Ansprecharten haben. Grundsätzlich ist ein MS-Patient, der nicht immunsupprimiert ist, und das sind die allerwenigsten, Gott sei Dank, nicht erhöht gefährdet für Malaria, nur kann halt, wenn jemand Malaria hat, das viel zu sehr hohen Fieberschüben, diese Unterphänomene, die können schon heftig sein. Also das ist sicher was, wo es vor allem dann schwerer betroffene Patienten, sekundär oberdehnte Patienten, die vielleicht höhere, also schon ein gewisses Maß an Behinderungen angesammelt haben leider, da kann das durchaus also ein Problem sein. Das gilt für alle schwer fieberhaften Erkrankungen, aber für die Malaria ist besonders fieberhaft und natürlich auch besonders.